Also mein Name ist Josef Wurm. Zur Kunst gekommen bin ich allein nur übers Tun und durch mein ganzes Leben war ich immer irgendwie begleitet, mich haptisch bzw. Visuell auszudrücken. Und es hat sich der Weg einfach abgezeichnet, dass es irgendwann eventuell in die Richtung gehen würde. Zumindest haben das meine Lehrer immer behauptet. Ich habe natürlich an sowas nie gedacht, weil ganz was anderes, immer wie jedes Kind, was anderes wollte. Astronaut war natürlich ganz oben. Aufgewachsen bin ich hier, wo wir gerade sitzen, also in der Gegend, rund um Kornberg, Feldbach, Riegersburg. Und bin dann allerdings mit 15 nach Graz auf die Ortwendschule, eben Kunst, ja, was ist naheliegender? Kunst machen und Kunst, das ist, was es zum Beispiel als eine Berufung bezeichnet wird, ist natürlich ein langer Weg. Und der war irgendwie einfach unumgänglich. Und jetzt sitze ich da. Manche Sachen sind mehr zermürbend, da kann man sich aber mit der Kunst dann wieder durchaus arbeiten. Manche Sachen sind sehr inspirierend, wie zum Beispiel Begegnungen mit spannenden Menschen, Begegnungen mit Tieren, mit der Natur, auch mit einer lärmenden Stadt. Einfach alles. Es ist diese Kunst so als eine Art multipler Filter für ein Verständnis des ganzen Kosmos, des ganzen Lebens, des ganzen Seins, sei es auch noch so banal. Also da gibt es zum Beispiel keinen Unterschied zwischen einem Bauern und einem Atomphysiker, für mich, ganz ehrlich. Jeder hat seinen Selbsterfahrungstrip und will das irgendwie für sich selbst begreifen. Vielleicht finden Sie manche Menschen mit diesen Fragestellungen wieder in meinen Bildern oder in meiner Arbeit, dass sie sagen, ja genau, die Frage stelle ich mir auch jeden Tag oder öfters mal. Vielleicht macht das besonders, dass viele Fragestellungen da visuell abgebildet sind, die sich oft vielleicht nicht jeder stellen kann oder dieser Frage sich nicht stellen wollen, kann auch sein. Natürlich, Anerkennung ist immer gut, weil man ja selber, wenn man sich so ins kalte Wasser wirft, bewusst, ja nie weiß, wofür das hin. Kann ich davon meine Familie ernähren, kann, findet das jemand überhaupt sinnvoll? Braucht das überhaupt jemand auf der Welt? Also natürlich, das ist, Support ist immer gut.